Aha, ein weiser Spruch, was eigentlich auch ziemlich der Wahrheit Ja, entspricht, so. also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Jo, dann machen wir das. Dieser Spruch gefällt mir allerdings. Dann gehen wir mal dahin und jagen jetzt ein paar Tiere. Weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ameisen wahrscheinlich. Bin ich mir nicht sicher. Aber was? Seilrutsche? Schon wieder ein Tutorial oder was? Hat die Stromgabel. Nee, Alter. Geh mal weg. Geh weg! Geh weg! Ich will das jetzt nicht haben. Ich will jetzt jagen gehen. So. Ja, schon wieder ein Tutorial. Nee, das will ich jetzt nicht. Das. Hallo, danke. Das will ich jetzt nicht. Darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr, das durchzulesen. Könnt ihr es selber machen. Ich wollte hier mal eine ganz kurze Abkürzung. Oh, da hat schon gekracht. Und da hat es wieder gekracht. Ist ja richtig geil. Und da hat es wieder gekracht. Oh, nein. Oh, shit. Aber wir sind da. Das ist doch die Hauptsache, oder? So, gehen wir hier raus. Was ist hier los? Was ist hier los? Gibt's hier was? Was zu kaufen? Hallo? Da ist, wir müssen irgendwie Blätter sammeln. Keine Ahnung, was das soll, aber okay. Weiß ich jetzt auch nicht, was das soll. Da scheint irgendwie wohl eine Truhe zu sein. Ich bin mir aber nicht sicher, die müsste eigentlich drin sein. Warte, warte, warte. Hier. Spinnenfetisch. Was? Wett? Da, das müssen wir sammeln. So komisches Unkraut hier. Zack. Dann noch das da. Das hier auch noch anscheinend. Zack. Wie viel brauchen wir denn? Noch ein rotes? Noch ein grünes? Nee. Grüne Blätter brauchen wir zwei und blaues Ding und Wildschweinhäute müssen wir auch noch sammeln. Da grunzt schon irgendwo was hier. So, gibt gleich mehr, das Ding. Ah, lecker. Ist echt lecker, muss ich echt sagen. Wir brauchen eh nur noch eins. Oh, da ist eins. Ich jag's mal ganz kurz. Ich renne dem Viech mal hinterher. Tot! Hallo! Das kannst du doch nicht überleben! Hat er jetzt auch mal nachgeladen? Bist jetzt mal tot. Ja, endlich. So, Alter. Wird ja auch mal Zeit, meine Freunde. Wird ja auch mal Zeit. So, wir brauchen noch ein grünes Blatt. Blättchen. Und die blauen werden wohl im Wasser sein, ist ja ganz logisch, weil das Wasser ist ja blau und da sind dann auch die blauen Dinger drin. So, und da ist ja auch schon eins. Gut, dann jumpen wir da jetzt mal rein. Ja, richtig elegant. Muss man wirklich sagen. Warte, ich gehe lieber mal an Luft, nicht dass ich hier noch abnipple, ey. Kurz davor und da ist hier auch schon die Pflanze. Gib mir her. Gib mir her, das Ding. So, hoch, hoch, hoch. Gut so. Hast du schön gemacht. Hast du echt schön gemacht. Wähle, wett, Schnellreise. Haben wir das schon? Warte, ich will noch hier diesen Schatz da. Dingsen öffnen, suchen hier. Mal gucken, was da noch drin ist. Geld kann man immer gebrauchen im Spiel. Schnellreise-Tutoriell. So. Gut so, gut so. Ja, da machen wir das mal ganz kurz hier. Wie macht man das? Da doppelt drauf drücken. Gut, dann passt es ja. Und wir werden zu Hause. Nice. Nice. Sprich mit Dennis. Wo ist er denn? Ist er draußen? Der muss ja draußen sein, oder? Weil woanders kann er nicht sein. Ah, der ist da hinten. Okay, was steht da? Amanaki. Wett. Amanaki. Lol. Okay, dann steht es da anscheinend. Juckt mich aber ehrlich gesagt nicht. So, was ist jetzt los? Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Ja, was machst du jetzt? Was? Herstellung? Also, wir können uns jetzt anscheinend Rucksäcke oder so herstellen. Um zwei Spritzen herzustellen. Oder auch Medizin. Machen wir hier bitte. Wie macht man das? Achso, herstellen hier. Grünes Blatt in Besitz benötigt eins. Und noch gut, eins herstellen. Jason, vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun,
Benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ach, ist ja geil. So, auswählen. Benötigt zwei Wildschwein-Dinger. Eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Ah, dann mach das mal. Granaten abkochen. Halte gedrückt, um Granaten abzukochen und lass los, um sie dann zu werfen. Okay, dann. Was ist hier los? Was ist das? Takedown. Nähere dich einem Gegner leise von hinten und schalte ihn mit F aus. Dreifache XP pro Kill. Okay, was ist hier noch so? Du kannst beim Sprinten C drücken, um über den Boden zu rutschen. Was können wir die alle drei ausrüsten, oder was? Und nun zeige ich dir den Takedown. Wett. So ist gut. Halt. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Ja, tun wir mal das. Das hast du gut gemacht, Jason. Ah, kann ich nicht noch eins nehmen? Oh Mann. Das Tatau. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Aha. Komm, mir nach. Dann gehen wir mal dahin. Wie willst du jetzt da hinlaufen oder fahren wir jetzt Auto? Na los, mach mal los. So, kannst du Auto fahren? Was ist das für ein Außenposten, wo sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rogue Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Aha, sind es die Kollegen vor uns. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Ah ja. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff mein auf Freund. Dich warten. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Ja. Du kannst dich schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschauen. Oh, gib mir doch lieber deine Waffe. Ich mach das ganz kurz. Du laberst mir wieder zu viel. Was ist denn jetzt los? Wenn du in der Story vorankommst, schaltest du neue Anleitungen frei. Stelle Spritzen für... Ja, haben wir ja schon alles. Mann, hier wird einem immer alles zweimal erklärt. Eins halten und Waffe... Wett. Aha. Habe ich hier eine AK oder was? Nee, ich habe hier aber irgendwie eine S-Mine. Molotov-Cocktail und da eine Grenade und da was weiß ich. Und das ist die Steuerung ist ziemlich schwul. Annäherungsmine, Granate. Aha, okay. Gut, dann gehe ich da jetzt hin und mache kurz einen Prozess. Und ja, ne? Dann ist das eigentlich so. Tiere pflücken, was ist das für ein Shit? Weißes Blatt, wow. Ein ganz großes Kino anscheinend. Was ist jetzt los? Ach so. Da wird dann wieder alles tausendmal erklärt. Oh nein, sie dürfen mich nicht sehen. Ich will ja hier einen auf Splinter Cell machen. Wie geht das? Leise bewegen. Ja, nee, sag bloß. Neue Anleitung. Spritzen wurden. Ja. Können wir immer noch einen Stein schmeißen? Tatsächlich. Oder ist es eine Granate? Nee, das ist ein Stein. Dein. Bitteschön. Kannst du haben. Ich könnte sie jetzt eigentlich auch alle niedermetzeln, also. Aber das bringt ja eigentlich nicht wirklich viel. So, ich schmeiß jetzt einfach die Steine hier los. Nope. Geh weg! Boom, Bitch.
Get out my way. Ja, gib mir lieber mal das. Ist ein bisschen spannender, das Kaliber. Weil dann muss ich die Leiche eigentlich jetzt auch hier wegschleppen. Nope. Nee, du kennst mich nicht. Ach, weißt du was, Alter, hier, den kriegst du jetzt hier. Geh mir nicht auf die Eier. Weißt du. Oh nein, kommen da jetzt auch noch Hunde. Geh weg. Die nerven nur die Hunde. Was ist denn jetzt los? Hab ich sie jetzt alle platt gemacht, oder? Ja, anscheinend. Anscheinend. Lisa, wo bist du? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Das muss ich jetzt suchen. Mal, können wir das eigentlich auch absäbeln? Nee. Geht nicht. Ich hab gedacht, da können wir jetzt irgendwie so. Weiß ich nicht. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Tja, die ist da aber nicht. Sie das ist nicht das Problem. Hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist